Die hier, die kennen Sie bestimmt, oder? Da verwette ich wirklich meine Hand dafür. Das ist VHS-Kassetten, damit bin selbst ich groß geworden. Und nicht nur mit einer, sondern meine Eltern hatten Schrankwände da voll. Das war wirklich schön zu haben, ja, aber irgendwie, schauen Sie sich die jetzt noch an? Ich meine, da ist eine ganze Kindheitsgeschichte darauf, ja, da ist eine wirklich, die ihre eigene Weltgeschichte ist darauf, aber man schaut sie sich nicht mehr an. Entweder zum Beispiel, weil sie keine Zeit haben oder sie haben Angst, dass die irgendwann kaputt gehen, ja, denn analoge Medien, irgendwann gehen die mal kaputt. Und deswegen raten Experten, sie jetzt zu digitalisieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier auch in der Fachpresse wird da jetzt, es ist immer häufiger dieses Thema, ja, dass sie irgendwann einmal kaputt sind, dass die zum Beispiel die Bildqualität darunter leidet und im schlimmsten Falle, wie wir das hier auf dem Bild sehen, dass dann eben die Bänder reißen und das könnte dann so aussehen wie bei unseren Kassetten hier. Und wie Sie diese Kassetten, diese Schätze, Ihre eigene private Weltgeschichte retten, das verrät uns heute Ralf. Ja, und das geht unglaublich einfach. Jetzt schauen wir uns diese beiden Kassetten nochmal an. Das ist etwas, was passieren kann, wenn mechanische Probleme bestehen. Das hier war Bandsalat, die ist jetzt noch nicht ganz kaputt. Außer dieser Sequenz kann ich alles noch retten, den hat der Rekorder komplett gefressen. Und dann natürlich Zahn der Zeit und auch die Abspielgeräte werden nicht jünger. Irgendwann, das sind mechanische Geräte, gehen sie kaputt. Und deshalb ist jetzt höchste Zeit, diese Sachen zu digitalisieren. Und ich dachte früher immer, digitalisieren ist unglaublich schwer. Mhm. Ich möchte Ihnen hier jetzt beweisen, wie einfach das ist, nämlich mit diesem Videorekorder hier. Und der ist ein Preis-Leistungswunder unter 100 Euro. Und Sie haben ohne Vorkenntnisse problemlos die Möglichkeit, diese alten Videoschätze zu digitalisieren. Schauen wir uns das mal an. So kommt er nämlich zu Ihnen. Natürlich noch mal einzeln verpackt. Ich habe mir jetzt schon ausgepackt. Ein Stromkabel, das wir brauchen. Du darfst das mal in die Steckdose stecken. Dankeschön. Und dann haben wir ein Anschlusskabel, ein dreiadriges Cinch-Kabel. Und so dreiadrig ganz einfach Stereoton und das Bild. Und wir haben den Videorekorder. Und den stecke ich jetzt als erstes mal an die Stromquelle. Und dann sehen wir gleich, er begrüßt mich auch, sobald der Strom da ist, ja, und geht automatisch an. Ich habe natürlich auch einen An-Ausschalter hier mit dran, ja, also wenn ich ihn am Strom lassen möchte. So, jetzt sehen wir erstmal noch nichts, aber jetzt gucken wir uns die Anschlüsse an, hier oben. Ich kann hier jetzt einfach vom analogen Videorekorder mit diesem dreiadrigen Cinch-Kabel hier hineingehen, also vom Rekorder hier hinein oder und mir das dann auf dem Bildschirm hier anschauen oder, und dafür ist der nächste Anschluss, ich kann hier natürlich auch das Bild überbrücken und dann auf den großen Fernseher mir das anschauen. Aber was ich hier toll finde, ist eben, dass ich den Fernseher nicht belegen muss, der ist weiterhin frei. Ich kann nebenher Fernsehen schauen oder auch meine Familie und ich kann trotzdem digitalisieren. So, und jetzt machen wir das mal. Wir schließen den Videorekorder ganz einfach an, nehmen das dreiadrige Cinch-Kabel und ich glaube, das ist nicht schwer. Magst du? Okay. Einfach Farbe auf Farbe. Ja? Gelb ist das Videosignal, rot und weiß sind die, die Tonsignale. Übrigens, wenn Sie von der Kamera, von der geht das ja auch, man kann das auch an eine Videokamera anschließen, wenn man das als Abspielmedium nutzt, dann ist es in den allermeisten Fällen so, dass nur entweder ein rotes oder ein weißes dabei ist, weil dort hast du Monoton. Mhm. Ja? So, und jetzt können wir mal eine Kassette einlegen, dann sehen wir auch schon, das darfst du mal machen. Das ist übrigens einer der letzten Videorekorder noch, weil wir sehen hier ist nebendran schon einer der ersten DVD-Player. Also Sie sehen, letzte Generation von Videorekordern. Und der funktioniert noch. So, und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, sehen wir hier das Bild. Wir hören auch den Ton. Ich habe es nur leise gemacht, weil intern auch noch ein Lautsprecher. Ich kann mir das anschauen. So, also sehen tue ich schon mal, aber jetzt habe ich immer noch nichts digitalisiert. Und jetzt gehen wir noch mal auf die Oberseite und sehen hier einen Steckplatz, einen USB-Steckplatz. Und da kannst du jetzt entweder einen USB-Stick bis 128 GB oder, wenn du ganz viele Filme hast, sogar eine externe Festplatte bis 4 Terabyte Größe anschließen. Und ich habe mich jetzt heute für ganz einfach den USB-Stick entschieden und den stecken wir rein. Moment, ich muss es einmal richtig halten. Aber Sie sehen, das ist auch alles ganz selbsterklärend. Na komm schon. Ach, ich habe wieder falsch. Das ist immer der Vorführeffekt, ne? Nee, das sind die 50% Chancen. Ja, bei USB-Stick immer. So, jetzt ist er angeschlossen. Jetzt muss ich nur noch 3-4 Sekunden warten, bis er bereit ist. Bei mir, mein USB-Stick, zeigt mir das durch das Blinken an. Ja, jetzt ist er so, das Bild ruhig, also das Licht ruhig. Jetzt ist er arbeitsbereit. Und jetzt wird es unglaublich kompliziert. Ich muss nämlich nur noch kurz auf diesen roten Knopf drücken und schon wird es aufgenommen. Das werde ich Ihnen jetzt gleich mal zeigen. Sie
achten bitte hier oben auf dieses rote Symbol, was hier passiert, wenn ich hier drauf drücke. Achten Sie drauf. Wir sehen es. Sofort beginnt ein Laufwerk, also ein Zählwerk zu laufen. Und das zeigt mir jetzt und auch bei mir jetzt das Blinken des USB-Sticks, das jetzt gearbeitet wird. Das heißt, dieses analoge Bild wird jetzt von diesem Gerät umgewandelt in eine MP4, also eine digitale Datei, und hier abgespeichert. Und jetzt kann ich das Gerät auch hinlegen, hinstellen. Ich kann Fernsehen gucken, weil ab jetzt macht hier unser Digitalisierer hier alles von ganz alleine. Und der war übrigens auch lange, lange Zeit ausverkauft. Einer unserer beliebtesten Produkte im Sortiment, weil jeder hat sie noch, diese alten Schätze. Und jetzt schauen Sie mal, für 94,95 Euro. Das Geld hat man so schnell wieder drin, weil meistens hatte man ja nicht nur eine Kassette, wissen Sie selbst. Ich hatte ja gesagt, ganze Schrankwände voll. Man kann das natürlich auch von den Profis digitalisieren lassen, aber da kommen Sie viel, viel teurer weg. Und dieser kleine Digitalisierer, der gehört dann Ihnen. Und da hat man richtig Spaß, gerade jetzt, wo das Wetter ja noch nicht so gut ist. Nehmen Sie sich mal ein neues Hobby vor, ja, machen Sie es gemütlich zu Hause. Sie müssen während des Digitalisierungsvorganges nicht dabei sein. Aber ganz viele Kunden haben uns dann geschrieben, die sind wirklich nicht mehr weggewichen von diesem Bildschirm, weil es so schön ist, so interessant. Vielleicht hat man auch noch Kassetten, wo man gar nicht mehr weiß, was da drauf ist, wo man überrascht ist, wo man sich richtig freut, dass man die sich mal wieder anschaut. Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt gekommen, sagt ja auch die Fachpresse. Und wenn Sie jetzt anrufen, sichern Sie sich den fantastischen Preis von 94,95 €, der nämlich nur 2 Stunden gültig ist. Ja, und weil du das gesagt hast, man weiß oftmals nicht mehr, was auf den Kassetten drauf ist. Also ich glaube, die Grundveranstaltung erkennen die meisten. Ja. Also ich spreche jetzt mal von einer Hochzeit. Mhm. Ja? Du hast deine Hochzeit aufgenommen, da steht dann auch Hochzeit drauf, dann weiß jeder, war meine Hochzeit. Mhm. Aber die anzuschauen und auch zu digitalisieren ist unglaublich wertvoll, weil ich weiß zwar die Sachen von mir, aber was alles aufgenommen wurde, die Kleinigkeiten, die am Rande passiert sind, von der Brautjungfer oder von mir aus von dem am Ende besoffenen Großonkel, ja, diese Bilder, das sind nochmal die wahren Schätze, die dann auch neu entdeckt werden möchten. Und das ist spannender als jeder Krimi. Hier sehen wir genau das, was ich gerade gemacht habe. Hier nochmal in dem Film. Also Sie sehen, es ist denkbar einfach. Sie brauchen auch kein Fremdgerät dazu. Sie können, wenn Sie wollen, über den HDMI-Ausgang hier natürlich den großen Bildschirm oder den Fernseher anschließen. Müssen Sie aber nicht. Und das ist so einfach, so wirklich so simpel zu bedienen, dass Sie auch jetzt, wenn Sie zugeschaut haben und die 3 Schritte sich gemerkt haben, keine Bedienungsanleitung mehr brauchen. Und das kann auch ein 10-jähriges Kind problemlos machen. Und da sind wir wieder zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Früher war Digitalisieren eine Arbeit für Profis, für studierte Leute mit teuerstem Equipment. Ja. Heutzutage können Sie digitalisieren und Sie müssen digitalisieren. Wenn Sie noch Kassetten haben, bevor die so aussehen, oder Ihr Abspielgerät eben schon nicht mehr funktioniert, ist es unbedingt notwendig, hier zu digitalisieren. Und das geht am einfachsten und am kostengünstigsten hier mit unserem Analog-Digitalisierer, also analogen Medien raus, rein und hier MP4s, also digitale Medien raus. Einfacher kann es gar nicht gehen. Ich finde das auch so wichtig, dass man das auch digitalisiert, gerade für die nachfolgende Generation, denn vielleicht Ihre Kinder, deren Kinder, wiederum deren Kinder, weil wie gesagt, solche Kassetten sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Und dieser Digitalisierer, der rettet nicht nur Ihre Schätze, sondern macht es auch möglich, dass Sie beispielsweise von den Nachbarn auch mal die Schätze digitalisieren können. Da ist ja jeder dankbar dafür, weil für 94 €, viele wussten noch gar nicht, dass es so etwas für uns auch gibt. Ja, und dann vor allen Dingen für 94,95 €, also der kostet ja normalerweise auch viel, viel mehr. Aber dadurch, dass Sie ja jetzt vom TV-Sonderpreis profitieren, zahlen Sie jetzt nur 94,95 €. Und dieser Preis gilt nur jetzt und die nächsten 2 Stunden. Gehen Sie ran ans Telefon, bestellen Sie mit folgender Bestellnummer, der NX6154 und der 569. Wir haben allerdings noch einen zweiten Digitalisierer für Sie. Jetzt natürlich auch noch mit anderen Möglichkeiten und anderen Anschlüssen. Richtig. Und den holen wir gleich. Ist jetzt eigentlich der große Bruder. Ich lege den jetzt mal hier zur Seite und auch den USB-Stick, weil die Anwendung ist eigentlich beim Digitalisieren gleich. Aber wenn man den jetzt auspackt, werden wir sofort beim Auspacken ein bisschen Unterschiede feststellen. Ich darf dir die Verpackung mal in die Sehr Hand gerne. Geben. Vielen Dank. Auch so kommt er zu Ihnen. Wir haben hier ein Kabel, natürlich ein Lade- oder Betriebskabel. Das brauchen wir jetzt aber nicht, weil unser großer Bruder, der ist akkubetrieben. Den kann ich auch akku
über Akku betreiben, 5 Stunden lang Filme schauen zum Beispiel. Fernbedienung ist dabei, die ist vor allem wichtig für die Zusatzfunktionen, zu denen wir gleich kommen. Und wir haben hier jetzt kein dreiadriges Kabel, sondern ein Adapterkabel, werde ich Ihnen auch gleich erklären. Aber das Grundstück ist natürlich der Videorekorder. Und der sieht jetzt auf den ersten Blick eigentlich genau so aus. Ja? Nur, ich habe jetzt überhaupt kein Kabel dran und ich schalte ihn mal ein. Das mache ich hier oben, indem ich hier drauf bleibe, ungefähr 3 Sekunden. Und dann sagt er gleich mal Hello zu mir. Und jetzt ist er betriebsbereit. Was diese Akkubereitschaft mir natürlich beschert, ist eine komplette Stromunabhängigkeit. Und jetzt lege ich ganz einfach mal den Stick hier rein, und den wir gerade eben hatten, weil wir haben hier natürlich auch einen tragbaren MP4-Player. Das heißt, du kannst den mitnehmen zum Beispiel auf einer Autofahrt und die Kinder mit einem Kinderfilm vom Stick aus belustigen. Das geht hier auch einwandfrei. Dann muss ich hier nur über die Modus-Taste schauen, was ist drauf auf dem Stick. Dann bin ich hier, da sehen wir es. Und jetzt drücke ich eins weiter und gucken Sie, da ist das, was ich digitalisiert habe. Und dann drücke ich nur noch OK und dann läuft das Digitalisieren auch. Ja? Aber das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen natürlich auch noch zeigen, wie einfach das ist mit dem Digitalisieren. Aber bevor wir das machen, möchte ich Ihnen noch mal die Zusatzoptionen zeigen, die wir hier haben. Ich gehe jetzt wieder auf den Aufnahmemodus, den wir uns nachher anschauen. Aber wir schauen die Anschlüsse an. Ja. Und dann sehen wir hier oben den großen Unterschied. Wir haben 2 HDMI-Anschlüsse, ein Eingang, ein Ausgang. Das heißt, hier kannst du jetzt auch digitale Medien anschließen, wie zum Beispiel einen SAT-Receiver. Mhm. Und dann das hier als wirklich vollwertigen Videorekorder nutzen. Also ganz einfach Filme, die du nicht live anschauen kannst, die programmierst du, die werden aufgenommen. Du kannst sie dann mit diesem Gerät zeitversetzt wieder abspielen. Oder man will Blockbuster, man will sich eine eigene Sammlung schaffen, dann nimmst du die auf, kannst dann später sogar bearbeiten auf dem Rechner und die Werbepausen rausschneiden. Ne? Das ist möglich, aber du kannst hier auch mit Spielekonsolen rein, weil das ist auch ein Game Capture. Mhm. Und Game Capture heißt, und das machen viele Gamer heutzutage, ihre Spielsequenzen mitschneiden. Deshalb ist hier auch Mikrofon- und Kopfhörereingang. Mitschneiden und dann ins Internet setzen. Und das mit ins Internet setzen, um andere teilhaben zu lassen, kann man sogar direkt über diesen kleinen USB-Anschluss, da kann man direkt an den Rechner und sogar live ins Internet. Und digitalisieren natürlich. So, und das schauen wir uns jetzt auch an, wie einfach das ist. Hier brauchen wir den Adapter, weil Sie sehen hier oben ja, haben wir 2 HDMI und eben einen Klinkenstecker. Und dieser Klinkerstecker ist im Prinzip genau das gleiche wie bei unserem ersten, der USB-Stecker, nur jetzt mit Adapterlösung. Und ich darf dich nochmal bitten, den einen Videorekorder zu befreien. Hier, ja, oben, ja, genau, da. So viele Kabel. Nicht am Kabel ziehen, nicht am Kabel, immer am Stecker. Immer am Stecker, sonst gehen die Kabel nämlich kaputt. So, nein, gelb nicht auf rot, gelb auf gelb. Jawohl, ja, das ist der einzige Fehler, den man machen könnte. Die falschen Farben aufeinander. Ja? So, und jetzt sehen Sie, jetzt ist ja das Bild schon wieder da und jetzt kommt wieder genau das Gleiche, genau die gleiche Prozedur wie gerade eben. Wir drücken nur, magst du mal starten? Einfach die Digitalisierung. Einfach hier auf den roten Knopf einmal antippen. Hoppla, ich muss ihn fester heben. So. Und jetzt sehen wir, oben läuft das Laufwerk. Alles richtig gemacht. Es digitalisiert. Und jetzt kann ich ihn auch hinstellen. Und das machen wir jetzt mal während des Rests der Sendung und digitalisieren. Und Sie merken, ich muss da nicht mal mehr dran greifen. Ich muss nicht mehr dran denken, weil wenn die Kassette fertig ist, hört sie automatisch auf. Das ist einfach perfekt. Und so einfach, dass es wirklich jeder hinbekommt. Ja, und jeder, da haben auch schon ganz, ganz viele Kunden zugegriffen. Und die Kundenstimme möchte ich natürlich gerne mal vorlesen. Daniel aus Mönchengladbach, er schreibt dazu, es ist ein tolles Produkt, zu dem mir einfach keine Verbesserungen einfallen. Ich kann es nur jedem empfehlen und viel Spaß damit wünschen. Und das ist auch wirklich so. Es geht Kinder einfach. Und die Bestellnummer dafür, die gebe ich Ihnen jetzt noch. Das ist die NX4445 und die 569. Und dann kommt unser Gerät versandkostenfrei bis vor Ihrer Haustür. Und dann können Sie loslegen, Ihr neues Hobby vielleicht auch entdecken. Und das macht richtig viel Spaß. Jetzt sind Sie vielleicht noch in einer etwas anderen Generation, sind vielleicht auch mit, also haben die Kassetten miterlebt, aber Sie sind vielleicht mit Super 8 und 8 mm Film aufgewachsen. Ich kenne die persönlich gar nicht mehr. Ich kenne sie jetzt eben nur, weil ich hier mich natürlich auch auf das Produkt vorbereitet habe. Aber das sind natürlich richtig alte Schätze. Und ganz viele unserer Zuschauer haben uns geschrieben, die noch ganz viele solcher Schätze besitzen.
besitzen und wie wir die retten, das verrät uns jetzt Ralf. So, jetzt müssen wir kurz noch eine kleine Zeitreise machen, nur für die Erklärung, die da nicht dabei waren. 1980 ungefähr kamen die ersten Möglichkeiten, Videokassetten anzuschauen. Mhm. Dann ging es noch mal 3-4 Jahre, bis die ersten Videorekorder bzw. Kameras auf dem Markt waren. Und das kann man so jetzt ungefähr 1985 betiteln. Ja? Aber vor 85 war das hier das Nonplusultra, wenn jemand Privatfilme machen wollte. Und zwar ab 1965 wurde aus 8 mm Super 8. Und auch da schauen wir uns den Unterschied an, weil das ist schon eine Super 8 Kamera. Und da sehen wir, der Unterschied zwischen 8 mm und Super 8 war das System, wie du die Kamera bedienst bzw. einlegst. Kodak hat damals eine Kassette erfunden, wo du die komplette Kassette Super 8 Film hier reingelegt hast, musstest nur noch zumachen und dann war die Kamera startbereit. Vorher beim 8 mm Film war das so, dass du die ganz kompliziert noch einfädeln musstest, dass das für den Otto-Normalverbraucher recht schwer war. So, und dann hat man die Kamera in der Hand genommen. Eine Einstellung musste man noch machen, das zeige ich Ihnen hier unten, das ist nämlich auch jetzt ganz interessant. Sehen Sie dieses Drehrad, da steht 18, 24, 54. Das waren die möglichen Frames pro Sekunde. Und wenn wir genau hinschauen, sehen wir, die 18 ist rot, weil das ist immer die empfohlene Geschwindigkeit. Also fast alle Filme aus dieser Zeit sind mit 18 Frames, also 18 Bildern pro Sekunde aufgenommen worden. Und ich habe, bei mir war es der Freund meiner Großmutter, der war überall dabei und hatte immer so eine Kamera dabei. Und ich habe heute noch das Klackern, das Rattern im Ohr. So, was kam dann raus? Man hat diese Kassetten weggebracht, ganz einfach in den Labor, die da spezialisiert waren. Und dann kamen solche Rollen raus. Ja? Je nachdem, wie lang der Film war, natürlich dementsprechend lang oder groß. Und diese Rollen hat man dann in Projektor eingelegt. Jetzt muss man sagen, diese Projektoren, die sind also die allermeisten auf dem Friedhof mittlerweile. Ja? Die gibt es nicht mehr oder im Technischen Museum. Also Privathaushalte wird es noch ganz, ganz wenige geben, die diese Filme abspielen können. Und auch du hast auch sonst keine Chance zu erkennen, was da drauf ist. Ich möchte das mal geben, weil du siehst ja da viele, viele einzelne Bilder. Und schau doch mal gegen das Licht, ob du irgendwas erkennen könntest. Nee, keine Chance. Ja? Nicht möglich. Mm-mm. Und jetzt, wenn jetzt so eine Spule rumliegt, ohne Hülle, dann hast du überhaupt keine Ahnung, was da drauf sein könnte. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie man solche Rollen sichtbar macht und dann auch gleich digitalisiert, nämlich mit unserem HDXL-Digitalisierer, Filmdigitalisierer der Extraklasse. Hier sehen wir ihn und da habe ich natürlich schon mal eine Filmspule eingelegt. Das ist wie früher beim Projektor, nur beim Projektor wäre jetzt auf der anderen Seite ein Leuchtmittel gewesen, was das gegen die Wand projiziert hat. Das haben wir hier nicht, wir haben dafür einen kleinen Bildschirm. Und jetzt starte ich einfach mal den Bildschirm und Sie sehen, der sagt dann gleich mal guten Tag zu mir, hello. Und zeigt mir auch sofort das erste Bild. Guck mal, siehst du das? So, und jetzt kann ich es mir also schon mal anschauen. Aber im Anschauen digitalisiere ich gleich. Ich muss jetzt nur wieder Speichermedium einlegen, also eine SD-Karte bis zu 32 GB. Und jetzt ist es unglaublich einfach, denn ich drücke nur auf der anderen Seite auf diesen OK-Knopf hier und dann gebe ich die Spulengröße ein, wie groß die Spule ist. Die kann ja 3, 5, 7 Zoll sein. Und wenn ich das getan habe, nochmal bestätigen. Und jetzt siehst du, Bild für Bild wird digitalisiert, umgewandelt als MP4. Und dann, wenn es fertig ist, also wenn die Spule durch ist, habe ich wieder einen flüssigen und qualitativ sogar noch hochwertigeren Film als das Original. Guck mal, was das hier für Schätzchen sind. Sowas haben Sie doch vielleicht auch noch zu Hause, oder? Denn es wäre doch schade, wenn das irgendwann kaputt geht, wenn diese Schätze verkommen. Also das wäre super ärgerlich. Und da haben uns auch hier ganz, ganz viele Zuschauer geschrieben, wie zum Beispiel der Friedrich aus Hausham. Relativ einfache, in Klammern für mich als Laie-Variante, die Jahrzehnte alten Schätze der Schmalfilmkultur ins 21. Jahrhundert zu retten. Macht richtig Spaß, die vergessenen, zum Teil über 40 Jahre alten Erinnerungen jetzt auf PC oder Flachbildfernsehen zu sehen. Und das stimmt natürlich auch. Oder hier, der Egon aus Ingolstadt meint dazu, das Einscannen des alten Super 8 Filmmaterials funktioniert hervorragend.
also vor allen Dingen hier natürlich ganz einfach in der Bedienung und das natürlich jetzt auch wirklich für ganz, ganz kleines Geld. Er hat recht, für 322,95 Euro. Das ist die Möglichkeit, das ist jetzt vor allen Dingen die einzige Chance, jetzt noch die alten Schätze zu retten, weil für 322 Euro würdest du vielleicht für ein paar Filme beim Profi bezahlen, aber meistens hast du ja nicht nur zwei, drei solche Filme, sondern ganz viel solche Spulen auch noch zu Hause, oder? Jemand hat uns geschrieben, ich weiß gar nicht, irgendwo muss das auch da drauf sein, der hat bereits 140 Filme digitalisiert. Ja, gerne. Ich habe ca. 140 Super 8 mm Filme digitalisiert und bin super zufrieden, wie einfach alles ging. Da ja jedes Bild vom Film abgespeichert werden muss, dauert es so ca. 30 Minuten, bis ein Film digitalisiert ist, aber es lohnt sich. Ja, diese 30 Minuten muss ich jetzt gleich noch relativieren, das war dann ein 10-Minuten-Film. Weil man muss wissen, digitalisieren ist zeitaufwendig, klar. Und hier haben wir 18 Bilder pro Sendesekunde, die digitalisiert werden müssen. Und das Gerät schafft ungefähr 6 in der Minute, also siehst du dreifache Zeit. Aber ich muss ja nicht daneben sein, weil wir unterhalten uns jetzt und nebenher wird der Film digitalisiert. Hier sehen wir nochmal, wie einfach das einzulegen ist. Man muss nur darauf achten, hat man einen 8 mm Film, Sie sehen unten diesen kleinen, dieses kleine Stellrad, oder einen Super 8 Film, weil auch die Transportlücken waren da unterschiedlich, aber ich kann beide verwenden. Das ist das Einzige, wo ich drauf aufpassen muss. Hier sehen wir den SD-Kartensteckplatz, also Speichermedium rein bis 32 GB. Was wir da auch gerade gesehen haben, ist ein TV-Out. Da ist auch das Kabel dran. Du kannst also diesen Vorschau-Monitor, darfst du auch, wenn du willst, jederzeit auf den Fernseher legen. Und das ist dann groß in 40, 50, 60 Zoll, je nachdem, wie groß ihr Fernseher ist. Schon mal beim Digitalisieren zuschauen, musst du aber nicht. Und du kannst jetzt auch ins Bett gehen, wenn du möchtest, ja, wenn du es abends machst. Weil, wie gesagt, es braucht eine ganze Zeit, bis das durchdigitalisiert ist. Und am nächsten Morgen ist der Film fertig digitalisiert. Und das ist eben das Herausragende. Viele unserer Kunden schreiben auch, dass die Qualität nach dem Digitalisieren besser ist, als wenn man den Film früher auf dem Projektor angeschaut hat. Und es sind Zeitzeugen, es ist Geschichte, nicht die Weltgeschichte, die müssen Sie nicht digitalisieren, die hat schon jemand anders digitalisiert, sondern solche kleinen, das dürfte ein Stadtfest sein. Ja? Und jetzt guckt ihr, schaut ihr diese ältere Dame an. Und ich mutmaße jetzt mal, dass das ungefähr um 1970 war. Ja? Und das ist jetzt fast 50 Jahre her. Also wird diese Dame, die auch die Mutter und die Großmutter und wahrscheinlich auch die Urgroßmutter von irgendjemand ist, schon lange nicht mehr unter uns weilen. Und bei Schauspielern sagt man ja immer, sie leben in ihren Filmen weiter. Ja? Hier kannst du sagen, auch deine Verwandtschaft, deine Personen, die auf Super 8 Filmen sind, leben in ihren Filmen weiter. Und wir Angehörige, wir erleben sie wieder. Und da gibt es so viele schöne Filme, die es unbedingt notwendig oder die wirklich es wert sind, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt, obwohl ihre Zeit wird ja gar nicht in Anspruch genommen, sondern dass sich der Rekorder hier, der Digitalisierer, ein bisschen Zeit nimmt und dass ich diese rette und wieder sichtbar mache. Und dann, wenn es digitalisiert ist, reden wir nochmal von den ganzen Vorteilen vom Digitalisieren. Ich brauche so gut wie keinen Speicherplatz mehr. Also ich habe nicht mehr ganze Regale voll mit Filmen, sondern ich habe das alles auf einer Festplatte. Ich kann es bearbeiten, so wie ich will. Ich kann es schneiden, ich kann es verschicken. Ja? Also egal, was ich machen will, das geht eben mit dem Digitalisieren. Und ich finde, es ist wirklich das wert. Und 322,95 Euro, auf diesen Preis muss ich nochmal zu sprechen kommen. Wer jetzt nur einen Super 8 Film hat und den zu Hause hat und den digitalisieren lassen will, der gibt das einfach zu einer Fremdfirma. Ja? Dann zahlt er ungefähr 100 Euro, dann kriegt das fertig digitalisiert. Aber wenn du mehr als drei Filme hast, dann lohnt sich dieser HDMI-Digitalisierer hier, also Entschuldigung, HDXL-Film-Digitalisierer oder Scanner, der lohnt sich dann richtig, weil dann sparst du bares Geld. Und es ist so spannend. Es gibt Gänsehautmomente, das kann ich dir versprechen. Ich habe mir Filme von mir angeschaut. Ich bin ja auch immer wieder am Digitalisieren. Ich habe noch ein paar von meiner Verwandtschaft. Jetzt erst wieder an Weihnachten kam noch ein Onkel von mir, hat gesagt, du, ich habe noch eine Kiste mit Super 8 Filmen. Von da habe ich jetzt noch gar nicht reingeschaut, aber wird hochinteressant, ja, die wieder zu entdecken. Vielleicht bin ich ja auch auf dem ein oder anderen Film drauf, als drei Käse hoch, ja, weil so hier sehen wir jetzt auch wieder Kindergeburtstag. Und da musst du dir das mal vorstellen, das
Das dürfte so um die 70er Jahre gewesen sein. Ja? Also da sind die Kinder 5, 6 Jahre alt, also genau mein Alter. Ja? Das heißt, diese Mädels sind wahrscheinlich heutzutage auch schon Omas. Und der Junge, den wir vorher gesehen haben, vielleicht der Bankdirektor von einer großen Bank in Berlin. Ich weiß es nicht. Ja? Aber jetzt stell dir mal vor, der wäre Bankdirektor und du führst diesen Film mal irgendwo vor. Mhm. Das ist doch klasse, oder? Es ist wirklich klasse. Also das sind so wertvolle Schätze. Also das ist wirklich ein Stückchen heile Welt. Das Spiel habe ich früher auch als Kind gespielt, aber die wie Reise gesagt, nach Jerusalem. Die Reise nach Jerusalem. Aber ich war ein sehr, sehr schlechter Verlierer, muss ich zugeben. Also ich habe es immer gehasst zu verlieren. Gab es dann Aue? Ich war dann immer bockig, bin dann immer rausgerannt und war einfach nur bockig und dann irgendwann habe ich es eingesehen, naja, wie das Leben halt so ist. Aber für 322 Euro können Sie jetzt zugreifen, weil das sind wirklich wertvolle Momente, wertvolle Schätze und das ist wirklich so schön. Du hast gesagt, das ist nicht die Weltgeschichte, aber es ist die private Weltgeschichte und ich fände das auch ganz toll, wenn meine Großeltern sich sowas kaufen würden, weil dann habe ich natürlich auch was, was ich meinen Kindern später mal zeigen kann und die wiederum deren Kinder. Das ist so wichtig und jetzt machen wir das eben möglich für 322 Euro. Das und ist schon wirklich sehr wertvoll. Eins noch, man sieht zurzeit immer im Fernsehen Werbung, aber auch in Zeitungen. Mhm. Wir digitalisieren Iris oder Ahnenforschung. Ja? Das ist ein riesen Markt gerade, das jetzt hier von Personen, die Urahnen erahnt werden. Aber wenn ich das jetzt digitalisiere, meine Super 8 Filme, ja, ich habe mittlerweile selber Enkel, meine Urgroßeltern sind auf den Filmen drauf. Das heißt, ich gebe meinen Enkeln dann schon die Möglichkeit, die 6. Generation noch in Bewegtbildern zu erleben. Da braucht man keine Ahnenforschung mehr. Ja? Aber was Sie jetzt noch brauchen, ist die Bestellnummer. Das ist die NX4294 und die 569. Das ist super wichtig. Bitte auch hinten die 569 immer mit angeben, denn nur dann sichern Sie sich den Pearl TV Sonderpreis. Und der lohnt sich heute richtig hier. Sie sehen das selbst, wenn Sie vielleicht auch schon mal im Internet verglichen haben, was solche Digitalisierer dort kosten. Hier, speziell bei diesem Modell, liegt die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers bei 1.000 Euro. Aber ich muss auch gestehen, dieses Gerät ist jeden Cent wert. Aber dadurch, dass Sie jetzt genau im richtigen Moment eingeschaltet haben, bekommen Sie das eben noch zum Pearl TV Sonderpreis. Und wir fassen für Sie noch einmal zusammen. Ja, begonnen haben wir mit unserem analogen Digitalisierer, mit dem ich alle analogen Videos hier digitalisieren kann für den kleinstmöglichen Preis. Ich habe es Ihnen vorhin gezeigt, wie einfach das ist. Vorbereitungszeit 3 Minuten und digitalisieren macht das Gerät von ganz, ganz allein. Es ist ein Preis-Leistungs-Wunder, der übrigens jetzt schon wieder sehr, sehr stark nachgefragt ist. Vor Weihnachten war er lange ausverkauft. Jetzt ist er im Moment noch lieferbar, aber die Menge wird auch immer geringer. NX6154 und die 569 ist die Bestellnummer für unser Produkt, was wirklich ganz, ganz stark nachgefragt ist. Aber klar, bei 94,95 Euro, da werden sich viele denken, da mache ich ja alles richtig, wenn ich jetzt zugreife. Weil jeder hat sie noch, diese alten Schätze. Das ist noch gar nicht so lange her. Man sagt immer, oh, das war früher und schöne Erinnerungen. Aber es ist noch nicht so lange her. Also von daher, bitte tun Sie uns den Gefallen, digitalisieren Sie Ihre Kassetten. Es lohnt sich definitiv und das sind so wertvolle und auch lustige Momente bestimmt drauf. Oder Sie haben sich für unseren zweiten Digitalisierer entschieden. Ja, bei dem habe ich vorhin gesagt, er macht alles von allein. Er läuft jetzt die ganze Zeit und digitalisiert die ganze Kassette. Aber da ist jetzt nicht nur das Digitalisieren analoger Medien möglich, sondern du kannst es auch ganz modern als Videorekorder einsetzen, indem du das Fernsehprogramm, das du vielleicht sonst verpassen würdest, einfach aufzeichnest und später anschaust. Das ist ein mobiler MP4-Player dank Akkutechnologie. Du kannst also auch mal unterwegs 5 Stunden lang Filme anschauen. Und für die Gamer auch noch ganz interessant, ein Game Capture auch schon integriert. Also das ist der große Bruder, der wirklich noch viele, viele Zusatzoptionen hat und der auch jeden Cent wert ist. 189,95 Euro kommt übrigens versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause und dann können Sie loslegen mit Digitalisieren. Die Bestellnummer ist die NX4445 und die 569 und es geht so einfach, Sie sind nur einen Anruf davon entfernt. Oder aber Sie entscheiden sich für unser Schmuckstück. Falls Sie noch Super 8 und 8 mm Schätze haben, dann brauchen Sie unbedingt diesen Digitalisierer. Ja, so eine oder ähnliche Kameras haben das früher geschaffen, dass solche Filmspulen gemacht wurden. Und das war damals eben das technisch aufwendigste, was ging. Heutzutage sind wir im digitalen Zeitalter und wir sehen, wie einfach man das macht. Spule einlegen, wie früher in den Projektor, eine Speicherkarte einlegen und dann brauchen Sie nur noch OK zu drücken und dann wird Bild für Bild digitalisiert und zwar in der Echtzeit und kommt dann in bestmöglicher Qualität zu Ihnen und dann kann man solche Schätze von
ja, oftmals, wenn sie gerade so in diesem Alter sind, wie wir es gerade gesehen haben, von Personen, die schon längst verstorben sind, die kannst du jetzt retten für die Ewigkeit. Müssen wir noch mal betonen, wenn etwas digitalisiert ist, ist es ewig haltbar nach menschlichem Ermessen. Ja, der Datenträger könnte mal kaputt gehen, deshalb macht man immer eine Sicherheitskopie, aber dann hält es ewig. Klingt toll, oder? Jetzt müssen Sie nur noch anrufen und bestellen. NX4294 und die 569 ist dafür die Bestellnummer. Ob sie Super 8 mm Schätze sind oder Ihre VHS-Kassetten, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt gekommen, um sie zu digitalisieren, sagt übrigens auch die Fachpresse. Und so viele Kunden sind begeistert. Ich könnte Ihnen jetzt stundenfüllend noch ganz viele tolle Kundenzuschriften vorlesen. Vielen Dank an dieser Stelle. Aber ich bin der Meinung, überzeugen Sie sich doch einfach selbst, indem Sie jetzt anrufen und jetzt bestellen. Unter der Telefonnummer 0180 51 51 und dreimal die 2 retten Sie diese wertvollen Schätze vor dem Verfall. Es lohnt sich definitiv, schreiben uns auch so viele Kunden, und dann wünschen wir ganz viel Freude damit.